Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar wollen wir ein kurzes Update machen, und zwar geht es um die Heosafe-Schlösser. Wir wurden jetzt schon mehrfach angeschrieben und nach unseren Erfahrungen gefragt und auch in Bezug auf unser Schloss auf der Innenseite von der Schiebetüre, was das für einen Sinn oder Unsinn macht, dieses Schloss. Und das wollen wir euch mal kurz erklären. Dafür müssen wir natürlich reingehen und wir werden jetzt erstmal hier die Schlösser aufschließen. Also wir haben die üblichen Schlösser für außen, für die Schiebetüre, für hinten und vorne Fahrer- und Beifahrertüre. Und dann noch zusätzlich gibt es ein Schloss für die Innenverriegelung. Dafür müssen wir jetzt mal reingehen. Ja, wer kennt das nicht? Also man steht irgendwo und will abends zu Bett gehen oder sitzt einfach nur hier und möchte dann die Türe verriegeln. Dafür wird die dann geschlossen und man benutzt dafür dann halt die Zentralverriegelung oder vorne halt den Schloss, um alles rundherum abzuschließen. Dann geht man nochmal raus auf Toilette oder mit dem Hund raus, wieder rein, das ganze Prozedere wieder von vorne. Die Türe muss ja dafür, für die Zentralverriegelung, auch immer richtig geschlossen sein. Wir haben kein Soft Close, also kann es schon mal passieren, dass die Türe nicht richtig zu ist. Also wieder aufmachen, wieder zumachen, und das stört ja dann doch schon manchmal den Nachbarn. Dann gehen ja auch immer die Lichter dafür an und wir finden das alles sehr störend. Dann haben wir natürlich den Griff, um die Türe einfacher zu schließen. Gibt es auch ein Video drüber, können wir nochmal verlinken. So, und dann geht es um dieses Schloss hier. Wir brauchen jetzt einfach nur einmal zu verschließen und damit ist die Türe verriegelt. Wir kommen im Notfall schnellstens raus, aber es kommt keiner rein. Das zeigen wir euch jetzt noch mal von außen. So, wenn wir dann wieder raus wollen, einfach nur den Griff umlegen und offen ist die Türe. So, ich werde jetzt die Türe noch mal von innen verriegeln und der Ernst versucht dann von außen mal die Türe aufzumachen. So, dann versuchen wir mal die Türe aufzumachen. Ja. Und wie ihr seht, geht die Türe nicht auf. Was wir auch machen, wenn wir unterwegs sind, wir verschließen die Innentüre auch während der Fahrt, dass an der Ampel oder auf dem Parkplatz keiner die Schiebetüre aufreißen kann. Weil wir ja vorne ein- und aussteigen, ist die Türe hier auch nochmal gesichert. Auch kam die Frage, was mit unserer Fliegenschutztüre ist, ob wir die jetzt überhaupt noch zubekommen. Das ist auch kein Problem. Einfach zuziehen, so, einmal kurz nach hinten drücken und zu ist die Türe. So, wir hoffen, wir konnten eure Fragen beantworten. Sollte doch noch irgendwelche Fragen sein, bitte unten in die Kommentarzeile. Wir wissen auch, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wir fühlen uns einfach wohl mit diesen Zusatzschlössern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen Daumen nach oben würden wir uns freuen und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!